Grüezi! Ja, die haben das Album in der Gartening. Das ist entstanden, weil einerseits sind wir da rein und andererseits jetzt draußen im Garten. Hallo, herzlich willkommen in der Halde. Prost, gell? So, herzlich willkommen zu der Kaffeesession. Prost. Zum Album. So, nochmal das Album Inner Gardening. Einerseits die Innenräume, die wir durchaus bewirtschaftet haben, und andererseits Gärten, die wir gerne haben. Inner Gardening. Wir haben recht lange uns überlegt, wie immer, wie wir das Album nennen sollen. Und das hat ewig Project CC geheißen. Stimmt. Und ich weiss nicht, ich glaube, ich habe Yoga gemacht und dann bin ich so auf der Matte gelegen, im Shavasana. Und dann wird es so, ist mir das in den Sinn gekommen. Ich glaube, auch die Idee mit dem Garten. Cover-Idee haben wir gerade vorher schon gehabt, oder? Mit den Blumen. Und ich glaube, den botanischen Garten haben wir wollen, das Video machen. Und dann habe ich mir so überlegt, wie kann man das alles ein bisschen verknüpfen und so. Und der Nico hat schon öfters so ein bisschen davon geredet, dass man jeder sein Gärtchen hat, wo man mit sich selber sich momentan auseinandersetzen und sein Gärtchen jetten und gärtnern und Bäume fällen und weiss ich nicht was. Auf jeden Fall ist dann, dass wir wirklich wie so eine Nadel runtergehen und sie so, ah, oh, das ist cool, weil irgendwie haben wir nichts gefunden. Eine Nadel. Ich bin bekannt in ihrer Band dafür, dass ich Sprichwörter ein bisschen falsch sage. Fast, dann habe ich es geschafft. Also wie so ein Geistesblitz ist es mir. Ja! Und dann habe ich es gesagt und dann war es kurz still, gewesen, so 5 Sekunden, weil ich glaube, beide müssen kurz das durch den Kopf gehen. Ja, absolut. Und tatsächlich ist kein Widerspruch gekommen. Eigentlich, wir haben es schon ein paar Ideen gehabt, ich habe alles gut herausgefunden. Und dann hat es auch gefallen und BOOM! Einen Namen gehabt, das Album. Wir haben einfach jetzt diverse Songs gehabt, wo alle sich stark mit der eigenen Gefühlswelt auseinandersetzen und mit Sachen, die wir erlebt haben. Und wo jetzt aber nicht per se ein Thema im Leben fokussiert, sondern mehr einfach diverses, was passiert an Liebesgeschichten, an Zurückweisung, an Unsicherheiten. Und wir haben bei der EP, die hat ja Feel Them Listening geheißen. Und dort war es mehr so der Fokus auf aussen und versuchen, sich in einer Gesellschaft zurechtzufinden. Und jetzt ist wieder Fokus-Shift auf innen dran. Und jetzt geht es halt wirklich um sein eigenes Gärtchen. Und es verbindet wie all die Songs in einem Thema. Und uns hat halt eben auch einfach das mit den ganzen Blumen und so hat das wahnsinnig angesprochen. Aber es war ja auch eine mega Entwicklung vom Songwriting her, von der EP jetzt. Zum Album ist schon einfach ab Vibe, wo die erste Single war nach dem Album, ist es schon das Ganze recht viel ehrlicher geworden. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind via Ava und wir sind hier im Bauernhaus Halde. In Urne schneit es mit. Schöner Grund. Damn. 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 Okay. Hallo, wir sind in der Halde. Wir reden gerade über das Album zum ersten Mal konkret. Und. Gnu. Wir haben ja ganz anders geschafft für das Album als für die EP. Die EP sind wir ein bisschen in einem Modus angegangen, wo wir wie die fertigen Songs eigentlich schon ready haben, aus dem Proberaum raus, wie schon Pre-Productions hatten und dann eigentlich im Studio die sind mehr oder weniger eins zu eins umgesetzt, natürlich ein paar Anpassungen gemacht. In der Powerplay ist mit der Massin und Cyril eine super coole Zeit dort, um auch die erste Studierfahrung zu sammeln, Live-Drums einzuspielen, viel Synthes einzuspielen, wirklich einmal in 3 Tagen lang durchwokeln. Und ich glaube, so sehr auch das klassische Studio-Erlebnis irgendwie so. Ja, genau, wo es glaube ich allen mega Spass gemacht hat. Vergiss ich gerne wie unsere letzte Doku, 3 Tage, super gut. lustig. Gibt eine 3-teilige Doku zu dem Prozess. Ja. Und nachher haben wir mehr so ein bisschen, ja, versucht, auch mehr uns zu öffnen im Songwriting und in der Production selber und dort auch ein bisschen mehr Inputs von außen zu holen. Also wir haben jetzt eigentlich für das Album 4 Songs mit dem Lars geschafft, 2 Songs mit dem Benne und einmal noch der Sinan dazu in Stuttgart.
zwei Songs mit Tom und zwei Songs haben wir wirklich selber produziert. Genau. Und noch streichen. Ja. Dann sind wir zum Lars gekommen und er ist eben einer von denen. Es ist nicht ein klassisches Studio, sondern es ist wirklich ein Produzent, wo du hergehst und mit ihm zusammen an einem Song schaffst und dann während vier Tagen an nur einem Song schaffst und halt nicht an drei, vier Songs. Ich glaube, das war so der grösste Unterschied, so von, wie man das angeht. Aber das haben wir auch lernen mit ihm. Also wir sind auch zuerst mit einem mehr oder weniger fertigen Song gegangen und haben den dann umgebaut mit ihm. Vibe. Vibe, genau. Und wir hätten dann wirklich mega viel, also wir haben echt viel können rausholen dort. Ja. Also wir haben schon recht auf den Kopf gestellt und das war für uns neu. Und ich glaube, dort war es möglicherweise die das weltveränderndste Erlebnis. Voll. Für mich war es mega so, gewesen, so als ankommen, weil es mir viel mehr zusagt, um so zu arbeiten an einem Lied. Ja, wir sind alle völlig geflasht nach diesen Tagen. Ich glaube, das war so ein Buch für uns, was so ein unser ganzes Arbeiten auch in eine andere Welt eingenommen hat, so, wo wir gemerkt haben, dass das auch der Weg ist, wo wir musikalisch, aber auch so vom Prozess von Musik machen und produzieren wollen gehen. Und ich glaube, der Lars ist dort halt extrem Wegbereiter gewesen und so ein schon eine sehr wichtige Person oder so ein die Person, die so wie am Anfang von dem Album gestanden ist irgendwie und uns also mit u vielem nachher begleitet hat. So. Aber ich glaube, für uns ja, sehr eine wichtige Person war noch. So. Oh mein Gott, der Lars! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Weniger essen. Das ist auch noch ein Vorteil. Es ist wie so. Und jetzt muss ich wieder kurz warten. Und wahrscheinlich, wenn es sich ein weniger süß wäre. Psst! Und fort das Zeug. Das haben wir auch noch. Ja. Ja, es ist im Fall schon ganz, ganz, ganz am Anfang, wo ich das erste Mal so. Kim, musst du noch. Alter Schwester, du bist schräg. Aber vom Songwriting habe ich dort so gelernt, ich habe ganz gerne in den anderen Songs früher noch einmal ein Thema aufgegriffen und das dann auch ein bisschen verschlüsselt, so ein bisschen geschrieben, dass man vielleicht auch ein Spielraum lässt, wie man das interpretieren oder. Und aber im Endeffekt, also jetzt haben wir es so ausgelegt, dass es eigentlich ist, um sich ein bisschen Geheimnis vor mir machen und jeder darf selber schauen, wenn er drin sieht und ein bisschen verschlüsselt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist es einfach weniger ehrlich und man muss weniger ganz auf den Punkt bringen, wie man sich fühlt. Aber einfach wirklich Sätze etwas einfach auf den Punkt bringen und dann, dass die Leute das auch hören und denken, yes, so fühle ich mich. Und ich glaube, bei der EP haben die Leute schon die Lieder gefühlt, absolut. Und auch gewisse Phrases und einfach Sätze und so. Aber nicht, dass man genauso das Gefühl so denkt, da fühle ich auch so, wie wir es ganz auf den Punkt gebracht haben dort. Und dort war glaube ich so der grundlegende Schritt gewesen. Und das hat sich dann durch all die weiteren Songs. Mega, ja. Also wir haben ja dann noch Usually ist er dann noch als nächstes. Und Conquer Me und Duit. Ich glaube, und Duit war zum Beispiel auch ein Song, wo du auch sehr offen über das Thema vom Song geschwätzt hast. Mit dem Lars, so eins von den ersten Mal. Mit uns auch. Und auch für uns. Also, ist auch für uns schön, um das irgendwie. Und ich glaube, je mehr Bezug an wir haben, so, desto mehr können wir es auch fühlen. Und ich glaube, so geht es ja genau auch mit den Leuten, die das hören. It's so talk, it's just too much, so. Ooh, delay. Delay, delay. Bitte nochmal von vorne. Ja, Ben in Stuttgart. Ich glaube, das war für uns so eine spannende Erfahrung, weil ihr dort vor allem jetzt über den Sommer neue Producer gesucht und angeschrieben habt. Ja, wie kommt? Ja.
Und er ist dann uns empfohlen worden von jemandem, der uns glaub, cool gefunden hat, aber selber keine Zeit hatte. Jetzt ist es irgendwie gelaufen. Genau. Ja, genau. Und dann haben wir ihn, ja, dann haben, ich weiss, jetzt sind wir bei mir daheim gewesen, haben mit ihm eine Skype-Session gehabt. Ah, ja, ja, nein, das war im Proberaum. Ist im Bandraum. Ja, daheim war mit dem Move gewesen. Ah, stimmt, mit dem Label. genau, im Bandraum. Ja, stimmt, ja. Und das ist echt, das allein ist schon einfach eine lustige Erfahrung gewesen und ein wunderbar sympathischer Mensch, der sehr viel Liebe zur Musik in sich trägt und ja, die schon über Zoom können weitergehen. Ja, extrem. Schöner Bart hat noch. Und das Lustige, ja genau, und dann sind wir dann auf der Stuttgart. Wir haben eigentlich, und das Klassische war, wir haben ihm unsere Songskizzen geschickt. Und bei ihm haben wir gefunden, dass wir auch wirklich Sachen, wo das gar nicht so mega viele Schränke schon feststehen, sondern dass du wirklich nur eine Idee hast oder so und dann sehen wir, kannst du gerne werken und dann viel mehr Inspiration haben. Und darum war es, glaube ich, eine relativ frische Idee, als er aber darauf angesprungen ist. Ja, auf jeden Fall sind wir dann mit dieser Idee, haben wir dann zusammen das ausgewählt. Und sind dann für 3 Tage am Stück, das war für uns auch neu gewesen, um so mit einem Produzenten zu arbeiten, gerade 3 Tage am Stück. Und du weißt halt, das ist ein Stuttgart, also du fährst nicht wieder dorthin, falls irgendwie etwas wäre. Nachher hat es aber unglaublich angefangen zu fruchten, schon am ersten Tag. Also wir sind speziell, dass der Sinan dabei war. Sinan! Also das heisst, der Nico und ich haben dort sehr intensiv mit dem Bene an der Production gearbeitet. Und Kim, du hast sehr intensiv mit dem Sinan an den Vocal Lines geschafft, an den Lyrics. Und, also Sinan ist ein Songwriter. Wo uns begleitet hat. Es war auch spannend, um mal so zusammen zu arbeiten. Ja, also wir haben dann am Anfang und so, dann schon das 5. Jahr und dann hat es halt gesplittert zum Teil. Mhm. Und irgendwie da, was ich, oder weil der Benni hat halt so jemand, der einfach genau etwas im Kopf hat, irgendeinen Sound von vorne mal vor 10 Jahren benutzt hat oder irgendwo mal gehört hat und dann. Mega. Und da hat er uns gerade mega abgeholt und hat genau die gleichen Sachen gehört wie mir. Das ist ja, geil. Echt krass, ja, ja, und also nach einem Tag haben wir mehr oder weniger den fertigen Song gehabt. Also es war ja, echt eindrücklich. Ja. Am zweiten Tag ist er eingesungen, am dritten haben wir ihn noch fertig gemacht. Also es war am Umbesteln. Ja, also wir haben sogar noch Zeit am dritten, um noch zu umbesteln. Ja, also das ist nicht recht früh. Aber dass es sich wiederholt, finde ich, glaube ich, gut. Like you more, like you more than you like me. I like you more than you like me. Macht, das, da habe ich gedacht, leck mich. Das war richtig, richtig gut. Aber wenn du weißt, was ich meine und es nicht gut findest, dann mach's anders. Kann halt alles. Und du, was bist du für ein? Hörbims. Ich baue Hotels in Rumänien. Das ist Sinan. Er ist ein Superstar. Es ist, das geht nicht auf Deutsch. Wir sagen immer auf Schweizerdeutsch Zeit für ein Hit, weil es heißt Zeit für ein Hit. Zeit für ein Hit. Und es ist wieder Zeit für ein Hit. Bim, 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 bim. Es ist wieder Zeit für ein Hit. Sagen wir zusammen auf Film. Ich bin Bene und Bene. Und bin Sinan. Sinan. Und schreibe einen Hit. In Stutengarten. Zeit für den Hit. Es ist Zeit für ein Hit. So that you unfollow me on Instagram. Didn't think that you would that fast. Und dann sind wir das zweite Mal noch, auch mal nochmal in Stuttgart gewesen. Dort aber noch mit dem Benne. Ohne Sinan. Das Lied aber auch schon recht weit. Genau, ja, voll. Und auch wieder dort irgendwie sehr effizient und einfach irgendwie so sehr, wirklich sehr inspirierend gewesen mit ihm, einfach auch irgendwie so, wie er schafft auch und das wirklich irgendwie geht heim und tut im Bett Drums programmieren oder so, einfach so ein bisschen, ja, ja, auch wie das auch geil finde und sehr inspirierend, so Leute irgendwie. Lebt und ich glaube, voll und auch von ihm irgendwie einfach sehr viel können mitnehmen, persönlich und musikalisch. Wunderschönes Studio. Hey Google, spiel bitte Usually von Queen. Alles klar, ich bitte von Die Ärzte. Hier ist es auf Spotify.
Guten Morgen, Andreas. Dass du ready bist. Ja. Dem. Wow. Tomse. Tom Bröler. Tom Bröler. Der Tom Mayer. John Oehler. John Oehler. Tom Mayer. Plakat. ja, der Thomas. Wir sind auf den Thomas Rudolf Oehler gestossen. Du ich glaube, irgendwie so ein du Bands von mir kennen, glaube ich. Ja, voll. Yes. Und einfach, ja. Wir haben ihn getroffen, bevor zum Last. Für One Two. Stimmt. Eigentlich, wir sind beim Studio gewesen. Stimmt. Genau. Für einen Kaffee natürlich, weiß ich. Dort hat er uns schon mit dem Kaffee. Er hat eine wunderschöne Barista-Maschine und einen wunderschönen Kaffee gemacht. Einen wunderschönen Berner Dialekt. Schöne Küsseli. Das ist einfach ein wunderschöner Mann. Das ist einfach ein schöner Mann. Nein, der Tom. Wir lieben alle unsere Produzenten. Yes. Ja, wirklich. Ja, mit dem Tom war es nochmal ganz anders. Mhm. Aber mega cool auch. Viel Raum für die Blödeleien und Kaffee. Ja. Ich glaube, der Tom würde auch selber sagen, dass er über die Schule einfach mal einen halben Tag Kaffee trinken und einfach über Sachen reden, damit man sich auch ein bisschen findet. No More, das ist auch wirklich irgendwie das Lied. Ich glaube, immer noch von der ganzen EP, vom ganzen Album, wo irgendwie am schwierigsten ist, zum erklären anderen Leuten, was geht für mich. Weil es einfach so ein Thema ist. Also ich bin mega gespannt, ob die Leute das wirklich verstehen. Mhm. Und wir haben ja lange darüber geredet. Mhm. Mit ihm und so. Das ist wirklich, also ich halt, wenn es so Liebeslieder sind oder so, ich glaube, jeder versteht es einfach. Und dann geht es auch darum, dass es irgendwie auf eine geile Art irgendwie formulierst, damit die Leute denken, yes. Aber dort ist schon das Gefühl, das für mich mega schwierig ist, das überhaupt zu fassen. Cool. Und darum haben wir glaub, einfach auch schnell viel geredet über all das. Und wir sind mit einem eigentlich fertigen Song fast zu ihm. Und ich fucking creative. Das Einzige, was noch drin ist, ist der X-Chorus jetzt als Bridge. Wir haben aber nicht einfach das Wegtun neu gemacht, sondern wir haben es 7-mal überarbeitet. Ja, dann etwas anderes gemacht und dann noch etwas anderes. Also, grosses Kompliment an Tom für seine Geduld. Wir haben den Chorus zu Bridge gemacht, Bridge zum Verse, die Verse zum Pre-Chorus, Pre-Chorus zum Chorus. Und alles verworfen. Alles hinterher und Fischi und 35 verschiedene Soundwelten. Und irgendwann, so nach 4 Tagen, weil ich das immer noch nicht so viel gehabt. Und plötzlich schon gross geworden, ein riesen Banner. Das ist richtig geil. So. Sally, wir sind hier im Studio beim Tom Oehler und es ist Zeit für einen Hit. Sally! So, dann berichten wir dann noch ein bisschen gut. How's at the party, but I don't really vibe with anybody, cause it makes me feel like. Wir haben dann auch gefunden, gut, wir sind noch nie im Studio und haben gar nichts gehabt und einfach zusammen geschrieben. Und dann gefunden, gut, der Tom hat es jetzt nach dieser Odyssee mit uns verdient. Nein, aber wir haben dann gefunden, wir schreiben jetzt noch einen Song einfach von Grund auf. Ja. Und dann eine kleine Idee, die ich mal hatte, haben wir aufgegriffen, aber komplett ungeändert. Das ist auch noch lustig, weil das ist ja dann die ursprüngliche Line, also wo jetzt eigentlich noch drin ist, ist It's not like we need to talk about the future. Aber es ist vorher so gegangen, we don't talk about the future like all of our friends do. Also quasi im Sinn von, wir reden nicht über die Zukunft, wir wissen beide, dass es nicht wird. Und jetzt haben wir es aber gefunden, wir brauchen etwas Positives. Und haben es quasi dann, ich glaube, das war Tom's Idee, sie haben es dann geändert auf eine positive Art. So, wir müssen ja nicht darüber reden, aber ich kann mir durchaus eine Zukunft mit dir vorstellen. So. Und ich finde es mega schön, wenn es so ein herziger, positiver Song voll. Mhm. Weil manchmal also, sind wir noch ein dramatisch. Ich rede gerade über Sort of Kind Really Into You. Genau. Yes. Ja, und sonst einfach eben mit dem Arbeiten mit dem Tom einfach auch sehr lustig gewesen so, und wirklich sehr guter Kaffee. Eben, ja, erst einmal kommt da einfach ein Musikvideo am 1. Januar von Spiegel. Genau, ja. Wir sind hier im Studio beim Tom Oehler und es ist Zeit für einen Hit. Bro!
Ja, gern. It's not like we need to talk about a future, but it starts in Canada. I'm sort of kind of. It's not like we need to talk about a future. Mit dem Nick Mello. Also, ich finde das einfach nicht gut. Eben, und wir haben schlussendlich so viele Stunden mit diesen Leuten verbracht und die Leute haben wir vorher nicht kennt und machen schon ein bisschen Psychik. Und wir haben das mal, wir sind etwa auf 50 Studiotage gekommen, glaube ich. Ich glaube nur 30. Es sind 30. Auf 30 Studiotage. 32 oder so. Lustigerweise der erste Woche sind wir fast ein Jahr, also am gleichen Wochenende im Januar von einem Jahr. Ja, das der erste wären wir ein Jahr lang in den Prozess gegangen. Ja. Cool. Und ja, es war eine unglaublich coole Zeit. Mhm. Extrem, ja. Ein, zwei Mal pro Woche im Studio sein. Das ist schon sehr schön. Das war wirklich eine schöne Zeit. Und nicht zu vergessen, wir haben noch zwei Songs dann auch selber produziert. Genau, und dort immer alles einbauen und dann haben wir schon die 50 Studio-Zeit. Voll, ja, ich glaube, dort haben wir die meiste Zeit. Dann haben wir mehr als 50. Klar, dort haben wir natürlich auch viel Zeit investiert. Yes. Extrem, also mein und Give Me The Love sind die zwei. Ja, wo wir daheim gemacht haben. Tell me what love is and I'll be serious about it. I can really afford to be alone. You keep my head up high. Was auch sehr schön war und wo sicher auch am meisten Konfliktpotenzial gegeben hat vielleicht so. Oder einfach auch so ein bisschen, ich glaube, wie wir einfach hohe Ansprüche haben an all die Songs. So. Aber es war mega spannend und ich glaube, wir haben alle mega viel gelernt, da, um miteinander zusammenzuarbeiten. So. Und ja, das war so wie das, gewesen, wo wir eigentlich alle Erfahrungen haben können, ein bisschen verbinden von diesen drei Producern. Und ja, ich finde es auch immer noch cool, dass wir die zwei selber gemacht haben. Dass so ein bisschen, ja, schlussendlich jetzt so die vier Flavors deine Hände. Kulinare. Mm. Ich glaube, eben seit sich das schon das Album durch, so die Handschrift, die jetzt halt drin ist, von all den Produzenten und von uns. Und das macht schon zu etwas sehr Speziellem. Genau. Ja, also wir einfach, es ist im Endeffekt ein riesiger Prozess für uns drin, wo man vielleicht so nicht erkennt, wenn man es einfach, also hoffentlich, oder beziehungsweise wenn man es hört, sind es einfach die Lieder, wo alle, wo auch in zwei Minuten gemacht haben, eventuell. Aber bei uns ist es einfach so ein rechter Prozess, wo man sehr viel wie es weiterentwickelt haben. Und wir sind wieder mal an Tempo. Oh. Das ist echt lustig. Das ist echt lustig. Und da? Ein Seitendick, willst du auch eins? Hä? Hey, komm, ich gib's dir. Geil. Ist so geil. Oh, wir freuen uns riesig, wir dürfen es euch endlich verkünden. Und zwar kommt am 10. September unser Debütalbum Inner Gardening raus. Wird das Wort, das wir erhalten, begonnen haben? Die Kamera ist ausgestiegen. Es ist jetzt 2 Wochen her, wir haben das Album rausgegeben, wir haben 2 Promo-Tage gehabt, wir haben eine Release-Show gehabt. Wir haben viel Feedback bekommen, wir haben Schlaf noch gut, wir sind krank geworden, wir haben viel anderen Stress gehabt. Und sind aber trotzdem überglücklich, dass es jetzt draußen ist. Ja. Und es ist mega verrückt, dass jetzt das, was wir geschafft haben, einfach überall ist. Wir haben eine Promo-Tour gemacht. Mit der Pomolina 500. Ganz viele Radios abklappert, wo wir uns nicht erträumt haben für die EP, dass wir nicht einfach mal Interviews geben. Ja. Viel Zeitungen. Viel für Regionalfernsehen. Dann. So,
mit We Are Ava, Best Crushing Newcomer vom Oktober. Best Crushing Newcomer von diesem Monat. Es ist We Are Ava. So, ich begrüße euch zum weiteren Talk heute mit We Are Ava. Hoi miteinander. Ja. Hey zusammen, wir sind We Are Ava. Wir haben hier Andi, den Nicola und ich bin Kim. Und wir haben am Freitag, am 10. September, unser Debütalbum Inner Gardening rausgegeben. Inner Gardening heisst ihre neue CD We Are Ava. Frische Elektropop, die zum Aufblühen und Jette im eigenen Kopf verleitet. Das sind die neuesten Klänge von der St. Galler Band We Are Ava. Das Model, das Casting gewinnt, das darf im Musikvideo von We Are Ava mitspielen. Jetzt muss Aldin zeigen, dass er die emotionale Geschichte auch ohne Worte zum Ausdruck bringen kann. Venus. Die Idee ist eigentlich wie im Video, dass sie zu uns stoßen, dass wir zusammen einen guten Abend als Freunde haben. Später im Video kommen dann nochmal zwei Leute dazu. Ich weiss, es wird abnormal geil. Watch me. So on the nose, it's so boring. Okay. We are boring. Sei even up just so. Nein. No. Geil, ciao. Wie fühlst du dich mit diesem Album? Sehr gut. Ja. Es ist für mich Zen pur. Willkommen. Nein, aber du musst nicht so reden. Ja, man vergisst dann immer manchmal, was, wie es einem auch persönlich weiterbringt, so, vielleicht auch als Mensch. Und ich glaube, man sieht uns alle eigentlich ja unsere Grenzen treiben manchmal. Und, aber es ist irgendwie auch schön, das jetzt so als Werk in der Hand zu haben und zu wissen, was man alles investiert hat. So. Okay, Achtung, sind wir ready zum Schreien? Ja! Achtung! Ja! Yeah. Ich glaube, es ist so wie das, dass manche Sachen, die du denkst, werden extrem cool, sind so durchschnittlich cool und Sachen, die du nicht erwartest, sind plötzlich mega schön. Zum Beispiel der Dreh von More Than You Like Me, Stripped String Version. Das war ja mega zusammengebaut, aber der Tag selber war mir mega so ein befriedigender Tag. Sehr, sehr schön. Das war so der erste Tag vom Jahr, der 1. Januar, haben wir das gedreht. Stimmt. Ja, wenn man denkt, so, es fängt, sie anfängt jetzt gut an. So. Ja, das stimmt. Ja. Und dann kommt eine mega coole Platte drauf, die dann irgendwie überraschend gut alles funktioniert hat. Das war eine sehr positive Überraschung. Ja. Und viel Nerven gekostet hat und dann einfach mega belohnend, dass es dort der Abend war. Ja, extrem. Unglücklich. Ja. Aber es ist wahrscheinlich schon auch der Moment, wo man jetzt seit langer Zeit das grösste Mal nicht wissen, was kommt jetzt genau. Irgendwie genau. Also klar, wir haben kurz- mittelfristige Ziele, aber es ist schon jetzt, haben wir so lange Zeit gehabt und so fest auf ihn geschafft, dass jetzt auch ein bisschen Leere da ist und ich genau weiss, wie wir die fühlen. Ich glaube, es ist lustig, um in einem Jahr dann das nochmal durch jetzt zurückzuholen. Hey, nein, also ich glaube, also was ich jedes Mal sage, glaube, ist, dass irgendwie unsere Musik viele Leute hören. So. Und also nicht einmal, wo sind wir in einem Jahr, sondern wo ist unsere Musik. So. Also macht das viele Leute begleitet im Alltag, etwas auslöst, wie das beim Joggen hören, beim Traurigsein hören, beim Kochen hören. Und die haben begleitet auf ihrem Weg, wie es uns auch begleitet. Und ich glaube, ein Album ist auch schon so ein Meilenstein irgendwie. Und auch jetzt nicht gerade weiss, ja, was kommt noch, also was ist noch über einem Album sozusagen. Also klar gibt es viel. So. Du kannst immer Coachella spielen und so. Aber, das ist eben schon mal, wenn du es schon ein paar Mal überlegt, dass wenn du das ja wirklich professionell machst, dann ist es so wie normal, dass alle Jahr oder alle paar Jahre ein Album so gibt, ein neues. Und das ist einfach das neue Album, wo du die neuesten Sachen verarbeitest und so.
Aber das ist schon nicht das gleiche, wie es das erste Album ausgibt. Ja. Mhm. Also so das Debütalbum ist schon wie so, bei uns ist jetzt so mega eine Sammlung von allem, was wir sind und gemacht haben. Mhm. Und wenn wir jetzt neue Musik machen, dann ist es vielleicht mehr über etwas, ja. Weiss. Also ist es mehr so eine Bestandesaufnahme von was wir jetzt sind bis mhm. dann. Ja. Und das ist schon sehr einfach, da sind wir uns am Suchen und haben es auch gefunden. Und ich glaube, es wäre schon etwas anderes als erstes Album. Also ja, ich weiß jetzt gerade. Es waren nervenaufreibende Zeiten. Das habe ich immer wieder gemerkt. So. Doch, es ist schon schön, was man macht. Es lohnt sich. Also, wirklich emotional. Oh. Ich wollte vorerst einwerfen, dass es eine Herausforderung war und dass wir aber auch sicher alle über uns hinausgewachsen sind. Ja, zum das ist definitiv so. Und ja? Wenn ich jetzt da etwas hinten dran tue, sollte jetzt Bleistift nehmen, Kugelschreiber oder eine Farbe? Ja. Ja. Und ja, bei euch?